Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Ich bin der Onkel und ja, ich bin wieder auf dem Server von CDSpins. Hallo! Ja, endlich geht's auch hier weiter. Nur, es wurde jetzt in der Zwischenzeit hier viel gebaut und ich will jetzt mal mich hier ein bisschen umgucken. Du hast voll das weiße Ding an. Was ist denn das? Ist das Eisen? Die Rüstung, die Moment, du hast? Ich habe Eisenrüstung an. Gluck, gluck, gluck. Ach, da drüben bist du, dich sieht man kaum. Ja, da wird es schwierig, über Markus seinen Zaun drüber zu kommen. Ja, sehe ich auch gerade. Geh am besten hier lang, schau. Hier am Zaun. Kannst du so außen rum. Warte, ich mache hier. Clever. Yay. Oder, ah, stimmt, genau. So. Ah, ja. Ah, das ist schon mal cool. Da hinten ist dem Markus sein chinesischer, japanischer Garten. Oder wie hat er das genannt? Japanischer Garten, genau. Cool. Komm, den machen wir gleich mal kaputt. Oh, das war eine Reihe zu weit unten. Shit. Okay. Ach so, mir ist auch aufgefallen, ne, dass ich das letzte Mal das ganze Eisen mitgenommen habe, meine lieben Freunde. Die ganze Zeit habe ich nämlich in den Folgen gemerkt, der Cedis hat öfters mal gesagt, ja, wo haben wir denn jetzt Eisen? Haben wir denn noch Eisen? Und ich denke mir die ganze Zeit so, oh Scheiße, und ich hab's einstecken. Stimmt, aber das ist halt schon alles ziemlich lang her. Inzwischen gibt's da keine Probleme mehr. Was haben wir denn hier für einen Stein? Crimstone. Verdammt. Nein. Alles klar? Du hast nichts gesehen, okay? Ich? Nö. Achso, warte, der Markus wird wieder extrem aggro auf mich werden. Wieso? Und du bist irgendwie so leise. Wie leise? So. Mein Mikrofon oder was? Ja, ich mach mal kurz die Aufnahme, breche ich mal kurz ab, damit ich kurz rausswitchen kann. Okay. So. Ja, ich bin jetzt noch in deiner Aufnahme, bin ich noch zu hören, aber das ist nur, wenn ich hier rausswitch. Währenddessen geht dann Fraps aus und das wäre ja kacke. Ich mach dich mal lauter. Aber wieso bin ich... Na, warte mal, da muss ich aber... User entered your channel. So. User disconnected from your channel. Da haben wir wieder... Nee, was geändert gehabt an deinen Einstellungen? Weil ich hatte dich nämlich eigentlich auf minus 3 stehen, warte, komischerweise. Ich guck mal kurz, weil nicht, dass ich meine Aufnahmen auch leise... Oh, naja, nö, hat sich eigentlich nicht verstellt. Okay, gut, dann passt. Warum hörst du denn hier die ganze Zeit einen Zombie? Und weiter geht's. Ja. Gut. Ein Zombie. Der Markus hat hier bestimmt unten die Erde aufgerupft, so wie ich ihn kenne, und nicht wieder gefüllt und da keine Fackeln reingestellt und dann hört man die Kack-Zombies. Aber man kennt sich hier überhaupt nicht mehr aus. Hier stand doch mal dieses komische Erdhaus hier, oder war das hier? Ein Erdhaus? Ach ja, stimmt. Ja? Da hat er inzwischen so ein kleines Gartenhäusle draus gemacht. Hier. Ach, das war... Ach, hat er hier einen Stein gemacht, du hast hier noch Zuckerrohr liegen. Und da geht's in den Keller runter. Und ich geh mal runter. Und ich werde da... Die Treppen sind geil. Ja, das ist auch eine geile Tür hier. Drück mal den Schalter hier. Welchen? Den da, der an der Wand hier. Klick! Licht aus. Cool. Aber hier hat er sich eine kleine Mine gegraben, oder was? Genau. Und das Gartenhaus ist, also das Beet ist ganz weg. Und ich frage mich gerade, warum. Wahrscheinlich, weil hier das Gewächshaus vom Kratzwurst jetzt ist. Ist ja saugeil hier. Ja, der Markus geht schon ab. Also Markus, deine Mine, cool. Cool. Okay, ich komme wieder raus. Ich denke mal, die geht hier noch Jahre weiter. Ja, da gibt es irgendwie so eine Geheimstelle. Da war ich mal und dann habe ich nicht mehr weggefunden. Ja. Dann bin ich in der Höhle rumgeirrt. So einer bin ich auch gern, deswegen gehe ich nicht weiter. So, wo ging es jetzt hier raus? Das war oben, ne? Ah, hier. Juhu.
Saugeil. Dein Haus, das habe ich ja auch, das muss ich mir auch unbedingt noch mit angucken. Neues Gewächshaus hier. Ist da Glas dran? Jo. Genau, das war der Kratzwurst. Können wir eigentlich gleich mal hier ein bisschen einsammeln. Immer mal wieder. Also so essenstechnisch geht's uns Essen, sehr, sehr gut. Apropos Essen, hast du noch irgendwo was? Ja. Das kann ich dir gleich geben, wenn wir unten bei mir im Keller sind. Oh, ist schon voll alles. Naja. Ich habe aber auch voll. War schon so. Dann komm mal mit. Weil da, ach so, die Aussicht, Unterwasseraussicht hast du ja schon mal gesehen gehabt, glaube ich. Nur bei dir im Video. Aber ich habe ja, dadurch, dass ich ein anderes Texture Pack habe, möchte ich mir das gerne mal angucken. Nee, das war hier nicht. So, und hier unten. Oder wo bist du denn hin jetzt? Hier ist so Wasser. Du nochmal ganz runterkommen. Dadurch, ich hier total cleanes Fenster habe, sieht das mega geil aus, hier unter Wasser. Ich habe ja diese ganzen Striche nicht drauf, weißt du, die du drauf hast. Ja, aber die gefallen mir eigentlich. Cool. Ich weiß auch nicht, ich stehe gerade im Moment echt wieder auf die alten Minecraft-Texturen. Ach, hier geht's doch. Das passt so gut zu Life in the Woods. So, und hier ist mein neues Lagersystem. Alter Schwede. Und da kannst du hier, pass auf, warte mal, dreh ich mal rum. Wenn ich hier die Kiste aufmache und lege jetzt die Sachen rein, dann werden die über den Trichter zu dem Controller geschickt und der verteilt die dann da, wo sie hingehören. Ach, das funktioniert hier bei Minecraft auch, so ein Sortiersystem. Ja, okay, in dem Modpack halt. Also Life in the Woods, meine ich. Genau, in Life in the Woods hast du das Drawers-Mod und da funktioniert es nicht so gut wie bei anderen Mods, aber immerhin. Das ist ja geil. Und da siehst du halt dann überall, was das ist. Das sind wie so Schubladen. Und bei den Vierer-Schubladen passen jeweils 8 Stacks, glaube ich, dann immer rein. Und es langt erstmal fürs Erste. Und die kannst du dann mit Upgrades. Mhm. Ja, das ist der Controller. Der verteilt es dann hier auf die Schubladen. Mhm, das ist ja cool. Ich hatte apropos jetzt mal in Dings in der Mine Sachen gefunden. Da weiß ich, kann ich nichts mit anfangen. Und zwar Mirabilis nehmen. Mirabilis? Was ist denn das hier von grüner Stein? Marble. Nee, Marble ist weißer Stein, das weiß ich ja. Es gibt auch grünen Marble. Was ist denn das? Den habe ich hier irgendwo. Was ist denn das hier, das grüne hier, der grüne Diamant, was ist denn das? Das ist ein Smaragd. Smaragd, ja. Nee, du hast den gar nicht. Die sind recht selten. Jetzt warte mal, wo sind denn die? Hier unten. Warte mal, das nennt sich Grünschieferpflasterstein, habe ich. Nee, das meine ich nicht. Okay. Ja, es gibt alles Mögliche hier. Aber wenn du was zum Essen brauchst, das müsste hier oben sein. Hast du jetzt was Nahrhaftes zufälligerweise? Ja, pass mal auf, wenn du hier oben siehst du auch die Schüssel. Ja. Und wenn du da Linksklick drauf machst, dann nimmst du die 1 raus. Und dann kannst du so ganz, so 16 Mal oder sowas, oder so oft wie du es brauchst halt, kannst du dir rausholen. Und wir sind da drin, nicht, dass ich das leer mache. Ja, es ist egal, wenn du es leer machst. Oh, jetzt habe ich es wieder reingetan. Dann mache ich es mir einfach wieder neu. Zack, zack. Ich mache mal 12 Stück so, dass ich hier überhaupt weiterkomme. Genau. Saugeil, was du hier gemacht hast. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist ein bisschen chaotisch gewesen. Und das glaube ich. Dadurch, dass es gecrashed hat, den Server mal, habe ich da dann ein bisschen außerhalb von der Aufnahme nachgeholfen, weil ich will auch nicht hier ständig dasselbe zeigen. Und ich baue jetzt lieber die Räume aus, anstatt das Lagersystem 10.000 Folgen lang zu produzieren. Aber das, was Andi da hingebaut hat, ist auch cool. Ja. Aber der muss es noch ein bisschen schöner machen, finde ich. Echt? Sieht doch cool aus, wie da hinten die Brücke drüber geht. Ja, okay. Na gut. Für mich ist das eher so ein Schandfleck am Horizont. Echt? Finde ich nicht. Finde ich ganz lustig. So, achso, ich wollte was essen.
Okay, also ich hatte jetzt vorgehabt, ist noch was verändert? Nö, das Haus hier, das ist auch. Ach, das heißt, ja, bei Markus gibt es halt noch irgendwie einen Dachboden und einen Keller, aber das ist jetzt. Hat er schön gemacht? Also man muss. Aber. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Irgendwie schaffen wir es immer durcheinander zu reden, das haben wir mitgekriegt. Ja, ich warte immer und dann denke ich, jetzt sage ich was und dann fängst du gerade an. Das geht mir genauso. Ich warte dann auf dich und dann denke ich, ach, jetzt sagt er nichts, sage ich was, sagst du wieder was. Also, ihr habt mich ja hier total abgekapselt. Also von hier muss noch eine Brücke rüber zu mir gehen. Das komme ich ja nie rüber, das ist scheiße. Wieso abgekapselt? Ja, weil jetzt zum Beispiel hier von dem Weg, wo es, was er hier gebaut, oh, das sieht ja auch cool aus hier, das habe ich gerade gecheckt hier mit dem Kirschbaum. Und da gebe ich einfach dem Markus den Auftrag und dann baut er den Weg zu dir auch hin. Der ist der Wegbaumeister. Ach so. Ja, einfach hier so rüber, dass es zu mir ans Haus mitkommt. Weißt du, dass ich auch verbunden bin mit euch? Das wäre schon nett. Ja. Ja, so. Kann ich jetzt dann auch dann machen. Also. Aber erstmal will ich kurz die Decke hier noch fertig machen bei mir im Lagerraum. Mach das. Ich schau mal kurz wegen. Ich will nämlich mein Haus umbauen. Das habe ich schon zu dir gesagt. Ja, genau. Aber noch nicht den Leuten. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber dazu brauche ich erstmal bestimmte Sachen und ich gehe mal ins Bett, weil es dunkel draußen. Ah, okay, dann gehe ich auch schnell. Hui! Gute Nacht, lieber Onkel. Gute Nacht, lieber Cedis. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, ein bisschen hartes Bett, aber das passt schon. Dann musst du halt ein anderes craften. Mach dir das Bett des Zimmermanns. Nee, passt schon. Ich hab gern Rücken. Uah, nein, du. Was ist jetzt passiert? Ein Creeper. Aber der hat gar nichts gesprengt. Ja, weil wir das ausgeschalten haben. Echt jetzt? Wir haben den Creeper-Schaden ausgeschalten, weil das war zu heftig. Wenn dann. Das ist einfach scheiße, wenn dann das Haus weg ist. Halb. Okay, ich schaue jetzt erstmal ganz kurz die Eisensachen in den Ofen. Obwohl ich gar keine Kohle mehr habe. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Limestone. Nee, irgendwo war doch nochmal ein Limestone. Hier. Redstone? Da unten. Boah. Pflasterstein. Nee. Boah, ich habe hier vier. Boah, ich habe vier. Zweimal vier. Nee, 64 und 60 Stack. Nur. Gedöns. Sag mal. Ziegelsteine? Kannst du mir geben? Nee, Eisen. Okay. Also ich habe hier ordentlich gesammelt gehabt. Eichenholztreppen. Kreide. Marble, hier ist Marble, das suche ich nämlich. Ah, doch, warte mal. Ach, das probier ich mal aus. Mach ja alles falsch. Alles falsch mache ich. Mensch, schäm dich. Halt, stopp. Ja. So. Was? So. Ich erstmal alles rausgeräumt. Was brauche ich alles? Ich brauche Spitzhacken. Spitzhacken. Schon wieder falsch. Was machst du denn? Eine Schmiedekunst. Hast du einen Ofen gemacht? Nee. Hä, kommt das nicht normalerweise, wenn man einen Ofen macht? Ach, du meinst jetzt einfach einen ganz normalen Ofen? Ja. Ja, den habe ich, klar. Wieso? Hä? Ja, jetzt gerade im Moment nicht, nee, aber... Okay. Ja, ich kenne mich ja auch immer nicht aus. Gefährliches Halbwissen. Ich hab das jetzt gerade nicht so ganz geschnallt, was du jetzt meintest, was du... Ich hab's halt nicht geschnallt. Okay, ich gehe mal jetzt sammeln, weil ich brauche zu den Umbau brauche ich Marble. Hast du zufälligerweise hier schon mal in der Umgebung geguckt, ob du irgendwo was gefunden hast, von Marble her gesehen? Marble müsste ich eigentlich irgendwo haben, aber frag mich nicht wo. Okay, vielleicht sollte ich nochmal erwähnen, dass ich viel Marble brauche. Marble. Ah, hier oben, ich sehe Marble.
Das ist ein ganzer Berg voll Marble. Ich gehe Marble holen. Weiße Wolle. Smaragd. Ich hab schon, brauchst du nur mal gucken. Hab genug. Okay, gut. Ich sollte auch mal auf die Reise gehen, weil ich will hier im Boden reinzimmern und ich weiß noch nicht welchen. Oh geil, das ist ja sogar Marmor. Ey, nee, da mache ich Marmor. Oh, cool. Du bist ja ein Lacker. Aber richtig viel Marmor. Also nicht, dass ich jetzt hier, ne? Protzen möchte, aber ich habe viel gefunden. Jibidu! Ja, vom Gronkh gibt es gerade im Moment nicht so viel. Also der ist ja auch am Lager bauen. Deswegen habe ich ja mein Lager hier auch angefangen. Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Folgen gar nicht gesehen, weil keine Zeit. Ja. Und nee, dann wieder nachzukommen ist mal. Ich schaue sie mir wirklich alle an. Aua, wieso ist der so schnell hier? Ich schaue sie mir wirklich alle an, aber es ist auch schön. So, vom Einschlafen und so. Aber es passiert gerade nicht so wirklich viel gerade im Moment bei ihm. Weil er ständig am Hin- und Herrennen ist. Ach, du hast also auf Deutsch gesagt, hinten nichts mehr gebaut bei deinem Gronkh-Gedenk-Gedöns. Doch. Den Schweinbaum. Ach so, alles klar. Wie baut man denn einen Schweinbaum? Er hat irgendwie sich versprochen und hat gesagt, er braucht einen Schweinbaum. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich gemeint hat, aber ich habe ihm einen Schweinbaum gebaut. Die Frage ist, wie baut man einen Schweinbaum? Das ist meine. Das kannst du dir ja irgendwann mal anschauen. Ich glaube, das werde ich mal tun, aber jetzt muss ich erstmal sammeln. Ich muss mal hier bei meinem Haus mal weiterkommen. Das ist ja so nicht. Ey, die Spitzhacke hier, die geht total ab. Ach, das ist die Verzauberte. Oh nein. Ich denk schon. Ja gut. Das war jetzt natürlich suboptimal. Muss ich mal wieder Kohle sammeln gehen, um XP zu bekommen. Also wenn du Ziegel brauchst, direkt diese roten Ziegel, dann kannst du die gerne von meinem Haus nehmen. Okay. Die brauchst du gar nicht mehr, oder was? Nee, die kannst du ruhig alle dir nehmen, wenn du möchtest. Oh, das ist eigentlich, da mache ich einen Ziegelboden mal. Ich will mal wissen, wie das ausschaut. Ich möchte die wechseln und zwar möchte ich gerne, wie gesagt, ein weißes Haus haben, ein weißes Ziegelhaus. Und deswegen brauche ich eben Marmor oder eben Marble, aber Marmor klappt natürlich noch besser. Okay, wie viele Ziegel sind das? Hast du noch so gebrannten Lehm irgendwie oder war das alles? Musst du mal in die Kisten gucken. Bei mir. Das ist, glaube ich, noch ein Stack mit Marmor, mit Ziegeln drin. Alter, ich habe hier so viel Marmor gefunden. Aha, ich mach dem Onkel sein Haus kaputt. Gerne. Boah, jetzt hätte ich beinahe das Glas erwischt. Mal Glück gehabt. Naja, genug Sand habe ich. Hätte ich dir wieder ersetzen können. Naja, es ist wirklich so schlimm, wenn du mal so ein blödes Glas kaputt machst. Ja, bei manchen ist es immer grenzwertig, wenn man was kaputt macht. Zum Beispiel bei Markus. Mhm. Der wird dann gleich zum Berserker. Ach, ganz ehrlich, wenn du was kaputt machst, habe ich wenigstens wieder was zu tun zum Zusammenbauen, verstehst du? Stört mich nicht. Hui. So, klick, klack. Ja, wir machen jetzt richtig schön Marble-Sammlung. Nee, nicht Marble, Quatsch. Marmor. Oh, geile Mucke, ey. Ich hab da echt einen gefunden. Der hat so coole Lieder gemacht. Das sind zwar nicht viele, aber die er gemacht hat, die sind echt geil. Keine Ahnung. Dafür setze ich gerne seinen Link in jedes Video von mir. Keine Ahnung. Da müsste ich eigentlich jetzt mal den... Ach, da oben ist die Sonne. Ist noch gar kein Untergang. Schade. Hätte jetzt richtig gut gepasst, wenn Sonnenuntergang wäre. Also mir nicht. Du bist doch in der Höhle drin, oder? Nee. Direkten
Berg. Ein Berg voll, ein weißer Berg sozusagen, mit einer weißen Bergspitze. Und das ist alles Marmor. Okay. Und gar nicht mehr so weit weg, einfach bloß übers Wasser. Und dann. Ah, ich glaube, da hat mal mein Sohn gebaut, da oben. Oder besser gesagt, Zeug einfach abgebaut. Und dann ist er gestorben und meine ganzen Erfahrungspunkte waren weg. Na super. Boah, ich kann mir jetzt gerade nicht so richtig ausrechnen, wie viel ich davon brauche. Deswegen mache ich hier gerade, höre ich irgendwie gar nicht mal auf, Marmor zu sammeln. Ich kann es dir eigentlich gleich sagen, weil dann habe ich alles abgebaut hier. Und dann habe ich sogar eine genaue Mengenangabe, zumindest für das, was du bisher gebaut hast. Okay. Dann baue ich so lange ab, bis du mir sagst. Genau. Das ist die beste Idee. Und dann hast du wahrscheinlich dreimal so viel, wie du eigentlich brauchst. Dann baue ich halt zweistöckig. Oh yeah! Rock'n'Roll, baby! Da habe ich mal bei einer Geburtstagsfeier habe ich mal den Elvis gemacht. Habe mich so verkleidet. Und dann habe ich Jailhouse Rock auswendig gelernt und habe total falsch gesungen, so wie immer halt. Aber die haben sich kaputt gelacht, die Leute. Das war so geil. So. Ich habe 2 64er Stacks und nochmal 2. Okay, ich habe jetzt schon 4 64er Stacks. Und, Siehste, habe ich dir doch gesagt. Okay, da sind noch Ziegel. Okay, was mich noch interessiert hat. Wie fühlst du dich denn jetzt, Cedis? Das hast du mir vorhin nicht beantwortet. Weil, man muss ja sagen, der Cedis hat das Rauchen aufgehört. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, dass du es bis jetzt durchgehalten hast. Aber wie fühlst du dich? Naja, also, wie ich vorhin schon gesagt habe, am ersten Tag ist natürlich erstmal immer die Hölle, wenn man aufhört. Aber komischerweise ist es bei mir dieses Mal so gewesen, dass es eher, es war, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es war eher schön, als dass es scheiße war, weil es was komplett anderes mal wieder war. Ich wüsste nicht, wie ich das anders erklären sollte. Hast du ein Bett bei dir irgendwo in der Nähe? Nein. Na gut. Ich bin aber auf dem Weg zurück, weil ich glaube, ich habe genug. Okay, dann bleibe ich mal im Bett liegen. Ja, es ist einfach so gewesen, das Leben plätschert ja immer so vor sich hin. Und dann, wenn man so einen krassen Einschnitt macht, wie Rauchen aufhören, dann ist das erstmal was ganz Cooles, weil es wieder was Neues ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dann am zweiten Tag, ja, war es auch scheiße. Und dann ging es eigentlich. Dann habe ich eine Woche lang fast kein Problem gehabt, außer beim Autofahren oder wenn ich irgendwo gewartet habe. Und komischerweise jetzt in der zweiten Woche geht es mir richtig dreckig damit. Ich weiß auch nicht, warum. Wie dreckig? Süchtig, ich denk ständig dran. Ach so, Irgendwie so, oh, jetzt könnte ich eine rauchen und dann muss ich mich wieder so selber virtuell auf die Finger hauen. Es ist gerade im Moment nicht so ganz lustig. Ich hoffe, das bessert sich wieder. Hast du hier Ziegel vergessen? Ja, okay. Du hast hier 6 Ziegelsteine vergessen. Echt jetzt? Ja. Nein. Die hole ich mir 7 später. 7, das ist noch einer. Noch einer? Ah, Cedis. Oh, 8. Aber ich würde mal sagen, wir hören jetzt mal mit der Folge auf. Sind schon zu viel fast? Das ist die nächste Frage. Wäre die nächste Frage gewesen, weil ich habe meinen Timer vergessen. Alles klar. Tschüss, Leute. Und schönen Gruß an alle auf GamerCheck's Gamers-Check Kanal. Genau. GamerCheck LP. Ja, ich habe jetzt GamerCheck. GamerCheck's, das war die... der Spitzname sozusagen dafür. Die Jacksons, genau. Jacksons 5. Ne, wie viel seid ihr? Nur noch einer, oder? Oder seid ihr doch noch mehr? Naja, eigentlich sind wir, wenn du es so nimmst,
bin ich eigentlich alleine, mach's Meister, aber Odin ist meistens dabei, also wir sind zwei, aber im Team, also das Team sind eigentlich fünf, aber richtig aktiv sind eigentlich zwei. Aber ich sehe aber auf Google Plus immer noch irgendeinen von Gamers Check. Bist es dann auch du, oder? Na, es gibt noch Gamers Check GP und Gamers Check, das ist der, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der Crazy Freak, das ist ein anderer, von dem habe ich mich damals getrennt. Und ja, das ist ein anderer. Ja, der hat den gleichen Namen wie ich, das hat sich halt jetzt, weil ich mit dem das zusammen aufgebaut habe, sozusagen. Ja, aber der hat irgendwie Gamers Check und dann irgendwie so komische Schriftzeichen dahinter. Genau, ist das ist sein Kanal, genau. Ah, okay. Aber wir haben uns jetzt, also muss ich aber dazu sagen, wir haben uns jetzt wieder vertragen, von daher passt. Okay. Ja, also, tschüss Leute. Jo, bis morgen. Ciao.